Jail. Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wir sind am Start, mein Bruder Alex Mitzorov ist hier. Ich kann es nicht glauben, wenn man gegen dich Skate spielt, ist das für mich immer so ein... Ich kann es nicht glauben, dass es real ist, weil du bist. Weil du der Weltmeister bist. Der eine, der one and only Champ. Deswegen, es ist für mich wieder ein sensationelles Ding. Wir haben schon mal ein Game of Skate gemacht, so ein Warm-up haben wir schon mal gemacht. Eco-Tour in Brüssel. Check das auf jeden Fall ab. Das war sehr, sehr lustig. Jetzt noch ein Versuch. Ich bin genauso schlecht vorbereitet wie das letzte Mal. Deswegen würde ich behaupten, ich fange wieder an. Wir können Alex nicht anfangen lassen, weil dann ist ja 5:0 direkt. Deswegen, der Ältere und der Fettere darf natürlich beginnen. Und wir fahren uns ein bisschen warm. Und was ganz noch krasser ist, wir fahren beide zum allerersten Mal die Boards von Alex Mitzorov. Sein neues Brand ist gerade raus. Und wir spielen das Game of Skate mit den neuen Boards. Zum allerersten Mal fahre ich das Board. Das heißt, wenn ich die Tricks nicht schaffen, ist deswegen, weil Alex ein schlechtes Board rausgesucht hat. Weil Alex durfte schon damit fahren. Der Alex hat ja schon natürlich ein paar Samples geskatet. Und das ist jetzt das Board. Und wir spielen Game of Skate. Warm-up, damit wir ein bisschen hier warm werden. Es ist natürlich schon 22 Grad hier, die Suppe läuft hier schon fast hier runter. Aber wir wollen natürlich heute einen schönen Tag haben, deswegen ein Warm-up hier skaten. Und dann checkt den Vlog, den wir auch gedreht haben von dem ganzen Tag. Und da seht ihr natürlich viel, viel mehr Footy vom ganzen Tag. Also, Game of Skate, Mizorov gegen Puff, here we go. Schafft er nicht, aber es ist ein Fail, let's go.
glaube, es ist time für mich, aufzugeben. Nicht zu schaffen, den kann ich so gut. Okay, also ich habe verloren natürlich. Aber ich bin offiziell raus, aber ich glaube, ich habe einen neuen Trick gelernt. Wie sieht das aus? Geht es Zeit für neue Tricks. It's time for new tricks, motherfucker. Ah! Komm jetzt, warten. Tschüss. Warten in der Luft. Komm, schaffst du. Digga! Neuen Trick! Es ist Zeit für neue Tricks! Danke, Mann, Digga! Das ist doch ein Game of Skate! Egal, ob du verlierst oder du gewinnst an neuen Tricks! Yes! Boom! Da ist er. Keine große Überraschung, dass ich verloren habe. Aber ich habe auch gewonnen. Ich muss sagen, wenn man etwas Neues lernt, ich kann es nicht glauben, Switch Over Heelflip für mich zum allerersten Mal geschafft. Und auch krass ist, ich kann ja Very Heelflips, aber Switch ist für sich einfach ein ganz anderes so Body Language, ist ein ganz anderes Muskelgedächtnis und abgucken hat auf jeden Fall geholfen. Deswegen vielen Dank nochmal dafür. Gerne. Mit einem geilen Trick, das ist das Geile. Eigentlich rausgehauen, Game gehabt, ein Buchstaben sogar alles gegeben, neun Heelflip, da bin ich richtig stolz, richtig crazy. Aber bei dem Boden, das ist krass, wir haben gemerkt, dass der Boden nicht allerbeste ist. Es sind viele Cracks hier. Der Boden ist ein bisschen hier schlechter geworden, weil jetzt Pflanzen dazwischen sind, zwischen den Rillen. Deswegen auch nochmal jetzt gemerkt, mein Lieblingsspot ist nicht mehr der allerbeste Flatspot, das heißt Flat Fun demnächst nicht mehr. Aber trotzdem war es unglaublich, ich bin richtig fasziniert. Time Skateboards von Alex, ihr habt gesehen, alles hat geklappt. First Red Tree Flips, neue Heel Flips. Fake Tree war fast verlorener, weil die Cracks uns da wirklich gestört haben. Aber sonst, Alter, ich bin wirklich gehypt. Es ist time für diese neue Ära mit Alex mit Zug auf Boards. Und du bist Bescheid. Richtig geil. Website verlinken wir unten. Auf jeden Fall, genau. Also unten drunter ist natürlich Link zur Webseite. Und bei uns gibt es natürlich auch, also checkt das ab. Da gibt es auch das Setup von Alex mit Zuruf, da, wenn ihr das genau das so haben wollt, wie es Alex fährt, ne, checkt das ab. Boah, das Ding hier ist auf jeden Fall auch mein Favorite. Das ist so geil, guck mal. So, das war's, vielen Dank. Geht natürlich selber skaten, ne? Geht mit euren Homies skaten, spielt Skate, übt neue Tricks und verliert keinen Tag. Peace out. OG Distribution, das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns, bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an, da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir das gar nicht, es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter, also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen, werdet natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen, da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre und dann checken wir ab, weil wie das Ganze dann aussehen soll, zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch, das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Ich sag mir, wer ist ein Dealer? Kochen so smakelig, manche sind Dealer. Hast du es noch nicht gehört in der City? Das weiß ich, sind tot, ich muss hustlen, you will be. No Scribe, Drehflip, 50-50, Digga, rede nicht. Sag mir, wer ist ein Dealer? Ey, sag mir, wer ist ein Dealer? Yeah, ich häng mit OG dem Pop.